Heyo zusammen, willkommen auf Weekly Otakus und damit auch zu einem neuen Anituber Adventskalendertürchen. Ich könnte jetzt was vorsingen. Euch was vorspielen. Einfach alle Adventskalendertürchen jetzt schon öffnen. Aber ich weiß ja, wenn es um Gewinne geht, sind die meisten von euch ungeduldig und deswegen kommen wir gleich mal zum Punkt. Ich habe ein Manga-Paket zusammengestellt und ihr habt die Möglichkeit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen bis zum 22. Dezember. Ihr müsst mich nicht abonnieren, müsst auch nicht liken, gar nichts. Ich will einfach nur einen Kommentar haben. Warum gerade ihr dieses Manga-Paket erhalten sollt. Und dann wird nach dem Zufallsprinzip einer ausgelost und der bekommt das Ganze dann. Was sind das so für Manga? Das sind entweder Einzelbände oder die ersten Bände von einem Teil. Und ich wollte ein paar Serien hervorheben, die nicht so bekannt sind, die ich richtig gut finde, um euch mal zu zeigen, dass es mehr gibt als immer dieselben Titel, die einem so als gut präsentiert werden. Einmal hätten wir Billy Bat, Band Nummer 1, Darwin's Game, Band 1, Gute Nacht, Pun Pun, Precious Lies, Android Prince und Vinland Saga, sowie Dawn of Arcana, Spice and Wolf und Planets Band Nummer 1. Dieses ganze Paket könnt ihr gewinnen. Ihr müsst mir nur einen Kommentar schreiben, warum ihr das gewinnen solltet. Und dann wird einer durch Zufall ausgelost und dann haben wir schon wieder eine gute Tat erfüllt. Das war's mit meinem knappen Adventskalender-Gewinnspielsbeitrag. Ich muss mich für die Hintergrundgeräusche entschuldigen. Mein PC ist nicht mehr der jüngste und ewig laut. Ich beende das Ganze mit der Frage: Was wünscht ihr euch so zu Weihnachten? Dann bleibt mir noch zu sagen, checkt mal die letzten Türchen ab. Und die kommenden Türchen sind hier alle verlinkt, genauso wie das letzte Video. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, viel Glück und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.